Herzlich willkommen zu unserem Fallbericht eines Zufallsbefunds bei einem Patienten, der sich mit Fieber, Husten und Gewichtsverlust bei Ihnen vorstellt. Es handelt sich um einen 29-jährigen Iraki, der bis zum 12. Lebensjahr in Pakistan lebte, dort in der Telekommunikationsbranche als Verkäufer arbeitete, jetzt arbeitslos ist. Er raucht seit mindestens dem 12. Lebensjahr, gelegentlich konsumiert er auch Alkohol und Cannabis. Er leidet an einer paranoiden Schizophrenie und es besteht keinerlei Therapieeinsicht. Er beklagt jetzt Fieber, Husten und Gewichtsverlust. Laborchemisch zeigt sich eine geringe Leukozytose, allerdings ein deutlich erhöhtes C-reaktives Protein. Sie lassen eine Röntgenthorax-Übersichtsaufnahme anfertigen. Diese sehen Sie hier. Und ich glaube, man kann unschwer erkennen, dass zum einen beide Hili etwas nach kranial verzogen sind und wir dann hier in der linken Lungenhälfte diese etwas unscharf abgegrenzten, teils fleckförmigen, teils konfluierenden Verdichtungen sehen. In der ebenfalls angefertigten Computertomographie bestätigen sich diese Befunde, teils konfluierende, teils einzelne fleckförmige, noduläre Verdichtungen, hier mit einer Kaverne mit einem angedeuteten Spiegel in der linken Lungenhälfte, aber eben nicht nur links, sondern wir sehen auch hier im rechten Oberlappen ähnliche Veränderungen, wenngleich etwas weniger ausgeprägt. Der Hauptbefund aber hier im linken Oberlappen mit diesen sehr dichten, nodulär imponierenden Infiltraten, hier ein bisschen milchglasartige Zeichnungsvermehrung. Und wenn Sie etwas genauer hinschauen, dann kann man hier schon erahnen, es ist nicht ganz das passende Fenster, dass wir auch vergrößerte mediastinale Lymphknoten haben. Hier nochmals die koronare Schichtebene des CTs, Veränderungen hier in der rechten Lungenspitze im apikalen rechten Oberlappen und im linken Oberlappen. Und hier die schon angesprochenen vergrößerten Lymphknoten, einmal hier subkarinal, hier ist ja die Pulmonalarterie, rechte Pulmonalarterie, linke Pulmonalarterie, linke Hauptbronchus, rechte Hauptbronchus, deutlich vergrößerter subkarinaler Lymphknoten, der zudem zentral sehr hypodens aussieht, fast wie eingeschmolzen, oder? Wissen Sie, was der Patient hat? Ansonsten zeige ich hier Ihnen weitere berühmte Opfer derselben Erkrankung, die in relativ jungen Jahren verstorben sind. Dieser Gentleman verstarb 29-jährig in Weißenfels, dieser 40-jährig in London, diese Dame 43-jährig in Versailles und dieser Herr 36-jährig in Saint-Étienne. Wissen Sie, woran diese Herrschaften gestorben sind und um wen es sich handelt? Fangen wir mit der Dame an, Ladies first. Bei dieser jungen Dame handelt es sich um Madame Pompadour. Ich denke, den Namen haben zumindest die meisten von Ihnen schon mal gehört. Bei diesem Herrn handelt es sich um Georg Friedrich von Hardenberg, bekannt unter dem Namen Novalis. Oder hier, Karl Maria von Weber. Und dieser Herr Amedeo Modigliani. Dieser sollte doch als Mediziner Ihnen bekannt sein. So, und die Erkrankung? Die Diagnose lautet eine bilaterale, offene, endobronchiale Tuberkulose. Soweit, so gut. Bisher ja noch nichts Sonografisches, oder? Aber Gemach. Lassen Sie mich Ihnen zum einen dann den Verlauf unter Therapie zeigen. Das war das Bild, das ich Ihnen schon gezeigt hatte. Hier die Aufnahmen 6 Monate nach durchgeführter Therapie mit einer deutlichen Befundbesserung. Aber zurück zum Eingangsbefund. Im Rahmen der Abklärung von Fieber, Husten und Gewichtsverlust fand sich nämlich noch etwas.
Ich zeige Ihnen hier ein koronares Schnittbild des CT des Thorax, wo dieser Befund soeben am Rande mit erfasst ist. Ist Ihnen aufgefallen? Nun, ich glaube, man muss schon sehr genau hinschauen. Aber wir gucken nochmals. Lassen Sie sich jetzt mal nicht vom Thorax und den dicken Lymphknoten hier subkarinal ablenken, hier zum Beispiel nicht, sondern schauen Sie auf das Abdomen. Und dann fällt Ihnen vielleicht im Bereich der linken Niere etwas auf. Hier einmal jetzt das koronare Schnittbild angehalten für Sie. Wir sehen die Leber im Oberbauch, wir sehen einen Anschnitt der Milz, wir sehen einen Anschnitt der rechten Niere, alles unauffällig. Und dann sehen wir hier die linke Niere, deutlich aufgetrieben. Wir sehen auch hier eine Anreicherung, aber lediglich vom Kortex und hier von den einzelnen Parenchymbändern zwischen diesen aufgetriebenen Pyramiden, oder? Hier das Ganze nochmal. Oder was ist das, was wir hier so hypodens sehen? Hier die Ausscheidungsphase zeigt auf der rechten Seite eine normale Ausscheidung in ein nicht erweitertes Nierenbeckenkelchsystem. Und auch links sehen wir eine Ausscheidung in ein nicht erweitertes Nierenbeckenkelchsystem. Wir haben erneut hier das Parenchym, das noch anreichert, abgesehen von diesen Arealen. Das Ganze nochmals in der koronaren Schichtebene, zart konfiguriertes Nierenbeckenkelchsystem auf beiden Seiten, die insgesamt deutlich vergrößerte linke Niere mit diesen merkwürdigen Befunden hier. Handelt es sich hier um eine Nierentuberkulose? Wir wissen ja nun mittlerweile, dass der Patient eine offene pulmonale Tuberkulose hatte. Es handelt sich ganz sicher allerdings nicht um einen Befall der Niere bei Tuberkulose. Denn die Nierentuberkulose ist immer hämatogen verursacht und manifestiert sich zunächst nur im Kortex des Oberpols, da dieser am stärksten vaskularisiert und oxygeniert ist. Es bilden sich dann zunächst Granulome, die dann zu einer Fibrose führen mit Destruktion und Verkalkungen, die sich grobschollig oder auch linear darstellen. All das sahen wir hier aber nicht. Und wegen dieser Fibrose finden wir bei der Tuberkulose umschriebene Kelchdilatationen. Und weil es ja zugrunde gegangenes Gewebe ist, zeigt sich dort auch keine Ausscheidung. Im weiteren Verlauf kommt es durch die Fibrose zu einer Schrumpfung und der Endzustand, wenn dann die ganze Niere befallen ist, ist die funktionslose Kittniere. Im Weiteren kann es dann bei einer länger bestehenden Nierentuberkulose zu einer Aussaat der Tuberkel über das Harnsystem in die Harnblase kommen und dort dann zu einer Ureteritis und einer Zystitis führen. Was spricht noch dagegen? Der Patient hatte keinerlei urogenitale Symptome. Es war ein Zufallsbefund. Die typischen Symptome Dysurie, Polyurie, Hämaturie fehlten. Auch der Urinstatus war unauffällig. Bei Patienten mit Urogenitaltuberkulose findet sich in 80-95% eine positive Urinkultur. Und wie sich dann im weiteren Verlauf auch zeigte, während die Lunge auf die Therapie ansprach, änderte sich an dem Nierenbefund nichts. Die für eine Nierentuberkulose typischen Befunde sind in dieser Übersichtsarbeit in Radiographics aus dem Jahr 2004 zugegebenermaßen eine ältere Arbeit, nichtsdestotrotz gibt sie aber die typischen Befunde sehr gut wieder, die wir bei einer Nierentuberkulose erwarten. Eben die Destruktion des Nierenparenchyms mit den Granulomen und betont im Bereich des Oberpols. Hier ein anderes Beispiel einer Nierentuberkulose bei einer 36-jährigen Albanerin. In der nativen Computertomographie sehen wir schon die Kelchektasie hier im Bereich des Oberpols der rechten Niere, hier ebenfalls mit Verkalkung in der nativen CT. Und wenn wir dann Kontrastmittel geben, fällt die fehlende Ausscheidung hier auf, geringerer
Parenchym-Kontrastierung verglichen mit der noch normalen linken Niere. Und etwas weiter kaudal dann die Narbenbildung, wiederum die Kelchektasie und Verziehung, aber hier die Parenchym-Destruktion. Im koronaren Bild normale Darstellung der regulär großen linken Niere, hier Kontrastmittelausscheidung in das Nierenbecken-Kelchsystem, dagegen die im Bereich des kranialen Parenchymdrittels betonte Destruktion der rechten Niere mit Kelchektasie, fehlende Kontrastmittelausscheidung und Verkalkung. Nun, wenn es aber keine Nierentuberkulose ist, was ist es dann? Ist es ein zystisches Nephrom? Handelt es sich um eine autosomal dominant vererbte Form der familiären Zystennieren? Eine chronische Refluxerkrankung? Eine multizystisch-dysplastische Niere? Schauen wir uns unseren Fall jetzt einmal in der Sonographie an. Wir haben die normale rechte Niere, reguläre Parenchymdarstellung, reguläre Größe, zart konfiguriertes Nierenbecken-Kelchsystem. Die linke Niere dagegen ist vergrößert, auch im Seitvergleich. Die linke Niere 14 cm, die rechte Niere 11,5. Und in der linken Niere, in der vergrößerten, bei erhaltenem Parenchym, sehen wir diese zystischen Areale. Echofrei, keine Wand. Vielleicht etwas Wandverkalkungen, oder? Schauen wir uns das Ganze einmal im Verlauf an. Hier die Aufnahme von 2019 der linken Niere, hier von 2020. Das Gerät ist besser geworden in der Zeit, ja, aber die Niere, die Größe hat sich eigentlich nicht geändert. Die zystischen Areale sind ebenfalls hier bereits zu erkennen und stellen sich erneut im Wesentlichen unverändert ein Jahr später dar. In der farbkodierten Dopplersonographie können wir hier ein Twinkling-Phänomen erkennen und 2020 mit dem neueren, besseren Gerät bestätigt sich dieses. Wir sehen ein Twinkling-Phänomen als Hinweis auf Verkalkungen oder eventuell Steine. Hier mal ein Vergleich unseres Patienten mit einer Nierentuberkulose. Die vergrößerte Niere, die zystischen Areale mit kleinen Wandverkalkungen, bei der Nierentuberkulose dagegen die Destruktion hier des Oberpols der rechten Niere, ebenfalls zystische Areale, die aber Kelchektasien oder Destruktionen entsprechen. Lassen Sie uns die bildgebenden Befunde noch einmal zusammenfassen. Hier oben dargestellt anhand einer Computertomographie, hier unten anhand der Sonographie. Es handelt sich um einen unilateralen Befund. Lediglich eine Seite ist betroffen mit multiplen größeren und kleineren Zysten. Diese Zysten haben keine Kapsel. Die ganze Niere ist betroffen und dabei vergrößert. Die Zysten zeigen kleinere Wandverkalkungen. Wenn wir Kontrastmittel geben, wie hier in der Computertomographie, sehen wir eine reguläre Kontrastmittelausscheidung durch das Restparenchym. Vergleichen Sie dieses hier einmal mit der gesunden rechten Seite. Nun, wenn es keine Nierentuberkulose ist, was ist es dann? Ist es ein zystisches Nephrom? Ist es eine familiäre Zystenniere? Eine chronische Refluxerkrankung? Eine multizystische dysplastische Niere? Was spricht dafür, was dagegen? Zystische Nephrome können bei 40- bis 60-Jährigen vorkommen. Sie betreffen aber nicht die ganze Niere und Verkalkungen sind nicht üblich, dafür aber eine Kapselbildung. Familiäre Zystennieren kommen so gut wie immer beidseits vor. In durchaus differenter Ausprägung, aber beidseits. Einseitige Formen gibt es zwar, sind als Einzelfälle berichtet, aber extremst selten. Zudem ist es ja eine angeborene Erkrankung. In der Familie des Patienten ist diesbezüglich nichts bekannt.
Chronische Refluxerkrankung führt ebenfalls zu Narbenbildung, Kelchdestruktionen und Funktionseinschränkung der betroffenen Niere. Passt ebenfalls nicht. Die multizystisch-dysplastische Niere, hier einmal dargestellt, ist ebenfalls eine angeborene Erkrankung mit einer Atresie des Ureters und funktionslosem Parenchym. Passt also ebenfalls nicht. Was also dann? Die Diagnose lautet unilaterale zystische Nierenerkrankung oder auf Neudeutsch Unilateral Renal Cystic Kidney Disease. Hier ebenfalls beschrieben in einer älteren Arbeit aus dem Jahre 1989. Wann dürfen wir diese Diagnose stellen? Sie ist sehr selten und kann nur gestellt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Ein unilateraler Befall, sei es fokal oder generalisiert. Keine familiäre Belastung, keine Progression, wie auch bei unserem Patienten, und zwischen den Zysten findet sich normal funktionierendes Parenchym. Zudem keine Leber- oder Pankreaszysten, Wandverkalkungen können vorkommen. Einblutungen dagegen sind die Ausnahme, und diese Ausnahme besteht nach einem stattgehabten Trauma. Wer sich hier nochmals belesen möchte, anbei eine weitere Literaturstelle aus dem Jahr 1999. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass diese Fülle an Details Sie nicht zu sehr verwirrt hat.